Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und ja, ich habe drüber nachgedacht, wie wir jetzt hier vorgehen. Ich habe überlegt, ob wir jetzt hier das Ding looten sollen. Nachts. So viel Angst habe ich jetzt nicht vor einem Stufe 1 Ding in der Wüste. Aber ich mal die Taschen an, wie die Taschen voll sein kann, ja? Wir machen jetzt hier die Dinger noch kaputt. Nehmen wir noch mit, was wir können. Harvest Forged Steel komplette. Sehr gut. Und dann fahren wir einfach nach Hause. Was soll das? Ist jetzt zwar ein bisschen Zeitverschwendung dann im Endeffekt. Jetzt nach Hause fahren, dann morgen wieder zum Händler hierher. Aber vielleicht können wir morgen früh einfach nochmal beim Rekt vorbeischauen. Vielleicht hat er ja eine coole Quest, die hier vielleicht sogar in die Richtung führt. Und dann machen wir halt eine Runde. Machen wir die Quest, geben hier bei dem Mann die Quest ab und dann fahren wir zurück zu Rekt und geben da die Quest ab. Das ist so die Idee, weil jetzt hier die Nacht irgendwie rumbringen, weiß ich nicht. Ist ja auch nicht ungefährlich tatsächlich. Nicht ganz ungefährlich alles hier. Deswegen fahren wir einfach nach Hause, dann können wir die Zeit noch ein bisschen nutzen. Weil wir haben auch tatsächlich doch noch verhältnismäßig viel zu bauen. Jedes Mal denke ich, oh ja, wird schon, oh ja, wird schon. Und dann denke ich wieder drüber nach und denke, ah, das ist gar nicht so wenig. Zumal da auch noch ein bisschen Planung mit drin steckt, weil ich nicht sicher bin, wie ich es designt haben möchte. Ja. Was ist Le Point? Ach, guck mal, für Jenny haben wir auch noch eine Quest. Nee. Da. Würde auch funktionieren. Können wir hier hinfahren? Machen, abgeben. Und dann fahren wir zu ihm hin. Würde auch gehen. Tatsächlich würde sich das auch zeitlich wahrscheinlich ausgehen. Ist jetzt noch ein bisschen Weg nach Hause, ehe wir zu Hause sind. Dann ausmüllen. Dann noch vielleicht ein paar Minuten planen. Und dann wäre das schon fertig. Also dann können wir uns schon wieder auf den Weg machen. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Ignorieren, Rekt, das Arschloch. Ne? Und fahren direkt zur Quest für die Jenny dann. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Jenny, talk to me, Jenny. So machen wir's. So machen wir's, leider. So machen wir es. Wie hoch haben wir den Raum? 3, ne? Unsere Stockwerke sind 3 hoch. Das ist natürlich nicht so hübsch dann. Wenn wir sowas nochmal bauen, dann machen wir das auf jeden Fall nicht mit einer Viererbreite. Nehmen wir 3 oder 5. Sage ich euch, wie das ist. Viererbreite spuckt mir ganz oft in die Suppe bei Sachen, die ich eventuell machen möchte. Geht auch gar nicht. Ich habe jetzt Fensterformen im Kopf gehabt, die ich da hinstellen wollte eventuell. Aber die gehen wieder über in Sachen, die mir nicht gefallen. Nee, machen wir nicht. Schauen wir uns gleich nochmal lieber was an. Uns lieber gleich nochmal was an. Ist noch weit, Papa Schlumpf? Ah ne, da sind wir schon. Boah, der Nebel. Crazy, ey. Bis zum letzten Moment die Base nicht gesehen. All about that base. About that base. No trouble. Haben wir Wasser schon? Oder haben wir es weggeworfen? Haben wir weggeworfen, das Wasser. Na gut. Dann gehen wir erst ausmüllen. So, unser erstes Pharma-Item. Gut. Oh, wir haben ja so viele Bücher. Lohnt sich das Ausmüllen fast gar nicht. Kacke.
noch Shotgun-Teile? Sind unsere ersten Shotgun-Teile? Crazy. Schockstab-Teile will ich eigentlich auch verkaufen. Dann rennen wir jetzt zur Jenny mit... Beziehungsweise zu Jennys Quest mit 6 Sachen schon im Gepäck. Weil wir natürlich auch eine Mitnehmen-Quest von dem Dude gemacht haben. Macht mich nicht glücklich. Sag ich euch, wie es ist. Das hier macht mich glücklich. Wir haben schön viel Munition. Mit J unterstütze ich komplett. So, Medizin, Zutaten. Beim Zutates. Das war auch nicht wenig Sprit. Das war nicht wenig Sprit. Der Stack ist voll. Das erklärt mich. Der Stack ist auch voll. So ein Stack-Steroide? Ich meine, ich bin da eh sehr geizig immer mit. Nehmen wir direkt mit, verkaufen wir der Frau. Jetzt sind wieder 9 Wasser, das ist gut. Können wir tatsächlich nochmal verdoppeln, indem wir das Zeug nochmal kaufen. Macht mich gar nicht so unzufrieden. Jipp. Wo stehen wir denn? Orange. Reicht das schon? Ich glaube nicht, ne? Den zweiten Modslot. Das Ding würde ich mir eigentlich gerne in die Mütze schieben. Andersrum betrachtet, wenn wir mal ganz ehrlich sind, benutze ich die gerade draußen doch eher selten. Ich kann ja auch einfach hier die Fortitude mitnehmen. Da habe nämlich 8 mehr Schaden und mehr Zergliederungschance. Ja. Machen wir so. Räuber, machen wir so. So, nämlich. Gut. So, dann lass uns doch mal eine kleine Planung stattfinden lassen hier. Gehen wir uns gediegen zurück und gucken uns an, was wir hier so haben. Das gibt's natürlich alles immer nicht in schräg, ne? Die Fenster. Thema hatten wir neulich schon. Fenster gibt es alle nicht in schräg, aber ich will da schon durchgucken. Aber es muss auch zu sein trotzdem. Ich will da schon durchgucken, muss aber auch zu sein. Ich glaube, wir haben uns beim letzten Mal dann für das diagonale Geländer entschieden, ne? Das hier, wenn es das in schräg gäbe, finde ich auch nicht schlecht, aber gibt es auch wieder nicht. Laufsteg. Was denn hier? So eine scheiß Fallgrube. Gewölbe. Thekenschwingtür offen. Ich muss nicht durchgucken. Der Schrank halb offen. Toll. Eine schöne Uhr. Ah, so ein Industriezaun wäre auch geil gewesen. Jetzt auch wieder nicht in schräg. Ah, da habe ich mich leider extrem beschränkt mit der Schräge hier. Und das Sicherheitstor war hässlich. Hass. Das ist ein, heißt alles, was schräg ist, diagonal oder gibt es da auch einen Namen? Wo waren wir denn hier? Auch diagonal. Passt mal auf, wir machen mal. Alles und suchen nach Diagonal. 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 Pfosten. Nischt. Ach, den gibt's diagonal. Okay.
Könnte was sein. Window Ramp Diagonal Corner Full. Nehmen wir hier aber keinen dazwischen. Das wäre geil. Wenn wir den jetzt hier rumdrehen könnten und dazwischen stecken. Wenn wir so eine Kuppel drauf bauen. Was uns aber sowieso nichts hilft. Weil die Leute sollen ja da reinfallen. Wenn wir dann da drauf kuppeln, ist dumm. Dumm. So, wo waren wir? Hier, Laufstege. Zeig mal das Ding her. Hm. Hey. Hört mich ein bisschen der Schnitt hier dazwischen. Nee, gefällt mir nicht. Also nicht, dass mir irgendwas von den Optionen gefallen würde. Nee, geht auch gar nicht. Dann bleibt uns tatsächlich, glaube ich, nur das Geländer. Schön ist auch anders an der Stelle, aber nicht ganz so hässlich wie der Rest, wie ich finde. Und hat so ein bisschen den richtigen Charme. Den richtigen Charme. In der Theorie ist das ja hier. Das ist ja hier in der Mitte der Kampfkäfig. Da sind die Leute mit mir gefangen. Wenn die hier einmal runterpurzeln, kommen die nicht mehr raus. Ohne meine Hilfe. Wenn die rauskommen. Huch. So, hier brauche ich das gar nicht. Hier kann ich nicht oben dran hängen. Da drüben brauche ich das. Wenn sie rauskommen, dann nur in eine Richtung. Richtung Jesus. 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 Du warst echt okay. Sag mal. Jesus, Jesus, every time fair play. So, diagonal bitte löschen. Und dann brauchen wir hier das Geländer. Jesus, nur ein guter Mann, einen Umhang an. Seine Zaubershow, die hatte wirklich Weltniveau. Aus Wasser, da machte er Wein. Wer will da nicht sein Kumpel sein? Aus einem Brötchen, da wurden zwei. Hey, komm doch noch einmal vorbei. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Nämlich. Hopp, hopp, hopp. So, und wenn wir jetzt zu Mert wären und das hier so eine Zombie-Apokalypse-Siedlung wäre, könnten hier um die Leute stehen und zugucken, wie da unten um sein Leben gekämpft wird, ohne selber Angst haben zu müssen. Stellt sich die Folgefrage. Ich meine, dieses Stockwerk ist sowieso nur zu einem Zweck da. Das ist, dieses Stockwerk ist halt wirklich nur, die Zombies sollen hier hochkommen und hier runterfallen. Stellt sich die Frage, ob wir da an dem
Können ja, ohne das abbauen zu müssen, können wir uns das hier einmal anschauen. Hier noch anders designen. Daneben. Nein! Oh. Gut, jetzt ist natürlich runterfallen immer eine Sache, ne? Runterfallen immer eine Sache. Wieder hoch. Mir ist bewusst, dass ich jetzt, dass es gleich 4 Uhr ist und wir eigentlich zu 4 Uhr bei der Quest sein wollten. Aber ist dann halt so. So, und jetzt schauen wir uns hier die Schräge an. Und zwar hier brauchen wir jetzt eine Form. So brauchen wir. Aber nicht 60. Nicht 60. Wir brauchen. Was brauchen wir? Warte. Warte. Und jetzt das Zwischenstück. Diesen hier. Dann flutscht es besser, wisst ihr? Gefällt mir in sich gut. Fällt mir in sich gut. Huh. Nicht selber da reinrutschen. Das ist natürlich. Ach so, genau. Ich wollte auch noch mal was nachschauen. Ist mir nämlich unterwegs auch eingefallen. Ja, Sturz aus großer Höhe. Als wir da auf dem von dem Turm runtergefallen sind, von dem Rohr, und ich dachte, oh Gott sei Dank, mir kein Bein gebrochen. Liegt daran, dass wir das Buch gelesen haben und genug Geld in der Tasche hatten. War kein Glück. Also war schon Glück, aber. Aber nicht in der Situation. Also in der Situation schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir hatten vorher Glück, dass die Bedingungen alle gestimmt haben. Oh ja, ich glaube, das mit der Rampe gefällt mir. Ich glaube, das gefällt mir mit der Rampe. Da müssen wir dann nochmal abschneiden. Ja, dann machen wir das jetzt so. Und dann haben wir es jetzt ein bisschen eilig. Wir gehen einmal trotzdem zu Wrecked. Erstens, weil vielleicht hat er ja noch eine coole Quest, die wir dann irgendwann mal machen. Oder vielleicht liegt die auch auf dem Weg wieder, weiß keiner. Und zweitens, Tag 13 ist Restock Day. Und dann kann ich ihm meinen Müll verkaufen und muss nicht mit vollen Taschen in die Quest reingehen. Das ist das, was mir in der Situation am besten gefällt, an der Wrecked-Sache, die hier passiert. So. Oh ja, das gefällt mir gut. Oh, das mit der Schräge. Hab ich wieder selbst übertroffen, Leute. So, was hat er? Polen aus Süden. Bacon Residence. Residence. Energy Substation. Hyde Residence. Ja, gib einfach mal die Substation. So, dann verkaufen wir ihm hier nämlich unseren Scheiß. Dann sehen wir schon wieder voll reich aus, DE. So, was hat er Schönes? Was haben wir Schönes? Hammer Parts verkaufen die auch. Auch nett. Betonmischung sogar. Stahl kann man auch wirklich viel kaufen, wenn man die Kohle mitbringt, ne? Mollys. Wir haben auch immer einmal den Satz von diesem Zeug. Aber wie gesagt, hier. Ah, vielleicht hat er den Schmelztiegel jetzt fest im Angebot. Wir sparen jetzt stumpf auf den Schmelztiegel. Sag ich euch, wie es ist. Aber feuchte Bücher können wir nicht so liegen lassen. Kneipenschlägerei-Bücher auch nicht.
Doch, 1500 ist mir zu teuer. 1500 ist mir zu teuer. Wir lassen das liegen. Zementmischer verkauft er direkt auch. Guck mal. Oh, Zigarre. Wollte ich mir auch schon lange gecraftet haben. Oh, er hat auch eine Fortitude-Mod, der lustige. Ja, keine Mützen, keine guten. Nur Stufe 1 Plünderer-Helm. Was ist das denn für ein Krach da hinten? Was ist das denn für ein Krach hier? Klingt aber nach mehr als einem. Komplette Wanderhorde. Hast mal den Polizisten abgemurkst. So. Die haben jetzt unterschiedliche Shirtfarben, die Touristen. Fällt mir jetzt erst auf. Die Erfahrung lassen wir natürlich nicht liegen, wenn sie so vorbeikommt hier. Ei, aua. Ganz schön arm. Oh, ich bin hängen geblieben an Sachen. Kann man natürlich verhältnismäßig schlecht im Rückwärtsgehen kämpfen, wenn, wenn einem rückwärts Dinge im Weg liegen. Boah, die Boys, ey. Boah, jetzt du. Haben wir. Gut. So, seine Quest machen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, wir fahren jetzt Richtung Jenny. Machen die Quest, geben die Quest ab. Fahren zu Bob, geben da die Quest ab. Checken natürlich auch parallel, was die alle so Neues im Angebot haben. Vielleicht hat ja... Wo stehen wir denn? Ich bin wieder verunsichert. Motorrad. Das steht nicht als geblockt da. Das heißt, wenn er mir Motorrad, Fahrwerk und Lenker verkaufen würde, könnte ich mir das Motorrad bauen, ohne die Skills zu brauchen. Das wäre auch eine Sache, die ich sehr attraktiv finde. Weil ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß noch, beim letzten Mal in der Alpha 21 habe ich mich so über das Minibike gefreut, aber tatsächlich am Ende des Tages war das jetzt nicht so viel schneller als das Fahrrad. Dafür, dass es halt nicht meinen Sprit gekostet hat. So, und das Geräusch nervt auch. Da war ich auch sehr dankbar, als ich dann direkt das richtige Motorrad hatte. Das ist halt der Sprung, den wir wollen, das richtige Motorrad. Schrägstrich natürlich wäre noch optimaler so ein 4x4. Rein von Gepäckplatztechnischkeiten. Aber Motorrad ist, glaube ich, schon in Vanilla das schnellste, oder? Also das schnellste Bodenfortbewegungsmittel. Mit dem Tragschrauber kommt man wahrscheinlich schneller voran. Aber man sich nicht um Gegend scheren muss auch. Aber auf dem Boden ist, glaube ich, das Motorrad nicht zu schlagen. Vanilla. In den verschiedensten Mods gibt es ja auch noch ganz andere Fahrzeuge. Da geht es ja komplett rund. Zum Beispiel in Undead Legacy. Da funktioniert das mit den Autos auch nochmal ein bisschen anders zum Teil. Da kannst du basically jedes Auto, was hier draußen rumsteht und dieses Motorrad auch und dieses Minibike, kannst du tendenziell reparieren. Du musst es halt vorher erfinden, die Fähigkeit, dass du es reparieren darfst. Und brauchst ein entsprechendes Reparaturset, was du auch erfinden musst. Aber... Und da gibt's... Und da verschiedene Autos haben dann auch verschiedene... Mach ich nicht. Verschiedene Attribute. Alleine was Tragfähigkeit und Geschwindigkeit und Spritverbrauch und sowas angeht. Warum, Junge? Warum? Ich sag, warum? Ja, warum? Ist die Orange Orange? In
das Hungersymbol reinkickt, kann man sich ruhig zwei Bacon in Eggs reinschmieren. Zack, zack. So. Jetzt den Eingang zum Keller. Werde mich da nicht fallen lassen, sage ich euch, wie das ist. Also vielleicht schon, aber noch nicht. Das räumen wir da auf. Aber es scheint keinen direkten Zugang zum Keller von außen zu geben. Gut. Dann gehen wir durch die Tür. Tach! Möchte ich übrigens nicht erleben, dass morgens um 6:30 einer bei mir die Tür einschlägt und mir dann die Fresse poliert mit einem Eisenschlagring. Am besten noch bis zum Tode, so wie wir jetzt hier gerade. Ach, wollte ich gerade, als ich hier rein bin und es dunkler wurde, habe ich F gedrückt für mein Nachtsichtgerät, damit ich was sehe. Aber, naja, haben wir ausgezogen zugunsten von Fortitude. Das Sprudelgeräusch ist doch zu geil, ey. Ah ja. Lebensmittel und nichts, okay. Mhm. Goldrute schmeißen wir direkt wieder weg. Wenn wir Blumen brauchen, pflücken wir die zu Hause, echt. Sehr gut, noch ein Kochbuch. Sind wir auch eigentlich richtig gut dabei bei den Kochbüchern, ne? 41 schon. 41, gar nicht schlecht für so ein spitzöhriges Elfenprinzlein. Ach, warum ist hier zu? Da geht's, glaube ich, raus, ne? Wir machen mal eine Guckung. Achso, ne, da geht's in die Küche, weil ich dumm bin. Standen wir doch gerade auf der anderen Seite davor. Wo ging's jetzt hier runter? Hier, ne? Ja. So, ne. Waschmaschine unberührt. Amorstücke. Also tatsächlich, so Sachen wie Waschmaschinen und Trockner und sowas habe ich ja wirklich ungern gelootet, nur noch in Alpha 21. Aber hier macht das ja wohl richtig viel Spaß. Gerade Amor-Parts braucht man ja wie die Sau. Seit mir klar geworden ist, dass man nur für die grauen Items nur ein Item braucht. Und wenn man die blauen haben will, braucht man schon 5. Ja. Hat mir richtig Freude, so Anziehsachen zu looten. Ich hab Polizei. Bitte nicht explodieren. Bitte nicht explodieren. Danke. Ich glaube, das war ganz schön knapp. Ich mag. Aber tatsächlich unsere erste irgendwie relevante Waffe, die wir gefunden haben. Sonst war das immer gut, der Schockstab, aber war auch nur Stufe 1 Schockstab. Irgendwie cringe, ja? Aber sonst? Keine Messer gefunden, keine Baseballschläger. Weiß ich nicht, ob ich das schlecht finde. Wer da? Nochmal Polizist. Die sind aber schnell. Keine Stunde her, da haben wir die Herren des Hauses erst erschlagen da oben. Ist ja schon alles voller Polizei. Okay, wollte ich nur wissen, ob sich hier noch jemand versteckt, weil wir müssen ja säubern. So, Sand können wir liegen lassen. Wir nehmen nur die konkreten Säcke. Ja, also, wir machen jetzt unsere Questrunde. Und dann fahren wir nach Hause und bauen. Und bauen und bauen und bauen. Und sammeln natürlich nochmal zwischendurch Holz, wahrscheinlich. Und dann bauen wir nochmal ein bisschen und dann bauen wir. Bis die Bude fertig ist.
direkt gewonnen, die Maus. Wie nicht so? Ist natürlich klar, ne? Die ganze Zeit benutze ich das kaum. Und jetzt wird es hier verhältnismäßig dunkel, dass ich gerne zwischendurch mal Licht machen würde, ein bisschen. Aber ich bin nicht in der Lage, Licht zu machen. Das Licht ausgezogen habe. Na gut, dann gehen wir halt raus. Geierhausen, oder? Ah ne, wir sind schon beim letzten Zombie und der wird da drinnen angezeigt. Gut. Aber was uns da jetzt noch erwartet an Zombies? Und wie geil der Main-Loot wird. Das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play 7 Days to Die. Ich schließe mich hier schön ein, bedanke mich bei euch fürs Zugesehen haben und sage Tschüssli Müsli.